Ja, du siehst, ich bin hier in Düsen gebettet und es hat natürlich auch einen Grund. Wir wollen dir ein bisschen was zeigen über die Düsen, Düsenarten, Düseneinsätze, über den Druck etc. pp. Und ja, dazu habe ich einen absoluten Spezialisten hier. Das ist der Florian Sausgruber. Andi, grüße dich. Schön hier zu sein. Ja. Ich grüße euch. Hi. Florian ist Geschäftsführer der Firma Enz, ja. Nennt sich genau. Enz GmbH Deutschland, also wir sind die Vertretung der Firma Enz hier auf dem deutschen Markt in der Bundesrepublik. Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier für Düsen? Also, vielleicht erstmal einen Überblick. Ne? Ja, natürlich. Wir als Düsenhersteller unterscheiden die Düsen immer zwischen Standarddüsen. Okay. Andi, das sehen wir jetzt hier. Standarddüsen sind alles Düsen, die keinen Rotationskörper haben. Ah, also haben immer Rotation, ganz genau. Die habe ich hier gerade in der Hand, die drehen sich. Die drehen sich immer. Die Standarddüse an sich ist einfach dafür gemacht, um lose Ablagerungen rauszuspülen, Verstopfungen zu lösen. Der Nachteil der Standarddüse ist immer ein bisschen, wir haben Probleme mit der Rohrwandungsreinigung. Also das heißt, im Vorfeld der optischen Inspektion so ist es. Erstmal ungeeignet, ja. Vor dem Einsatz der Rotationsdüse, die ja dafür geeignet ist, ist es aber durchaus mitunter gängig, so eine Düse einzusetzen, um den Dreck erstmal rauszuholen. Bin ich da richtig? Ganz genau, in speziellen Fällen schon. Ja. Wir präferieren natürlich, dass mit einer Zugleistung, also mit einmal ziehen, auch eine Rotationsdüse den Schmutz mitnimmt. Zeit ist Geld, ja. Das ist ganz entscheidend. Ja, ja, und optimalerweise sollte mit einmal ziehen die Rohrwandung sauber sein und auch der Schmutz befördert werden. Das große Problem, das hier eigentlich immer besteht, ist, dass wenn zum Beispiel eine Kommune ihr Kanalnetz untersuchen lässt, dieser zu untersuchende Bereich bei der Unterhaltsreinigung nicht mitgereinigt wird. Ja, das heißt im Prinzip der Ansatz, wir sparen uns damit Geld, wir reinigen ja sowieso im Vorfeld der optischen Inspektion, dann bleibt der Schmutz dort drin liegen und dann hat der Reiniger das Problem im Vorfeld der optischen Inspektion zum Beispiel, dass er eigentlich eine Rotationsdüse einsetzen müsste. Ja, aber damit nicht den Schmutz transportiert bekommt. Ganz genau. Ja? Ganz genau. Also der Reinigungserfolg, klar, hängt der natürlich von dem Einsatz der richtigen Düse ab. Aber zum einen die erste Phase, also das heißt, wenn die Düse dann reinfährt, die muss relativ langsam sein, damit sich der Schmutz lösen kann. Und in der zweiten Phase, der Rückzugsphase, ist eigentlich die entscheidende. Ja, möglichst langsam, je langsamer, umso mehr kann ich dann auch an Schmutz transportieren. Selbstverständlich. Ja. Das hängt natürlich auch maßgeblich von der Profilgröße zusammen. Das hängt auch damit zusammen, wie viel Liter pro Minute leistet mein LKW. Mhm, wenn das Spülfahrzeug 200 Liter mehr hat, also statt 300 zum Beispiel 500, bringt das Auto natürlich mehr Wasser. Dementsprechend kann ich den Schmutz besser und leichter transportieren. Mhm. Interessant, wenn ich die zwei Düsen mal vergleiche. Was glaubt man, wo darf mehr Druck beaufschlagt werden? Ja, bei der großen? Nein, bei der kleinen interessanterweise. 350 Bar sehe ich hier maximal und hier 250 Bar. Ist auch interessant, mir würde sich ja eigentlich denken, bei der großen darf viel mehr Druck drauf gegeben werden. Andi, das hat natürlich auch immer mit der Bauform der Düse und mit dem Stahl zu tun. Mhm. Und jetzt haben wir hier natürlich einen 5/4-Zoll-Anschluss, also einen 1/4-Zoll-Anschluss. Hier ist natürlich auch wesentlich weniger Materialstärke an der Düse dran. Und das hat natürlich immens mit dem Druck, der an der Düse gefahren werden, auch drauf zu tun. Das ist immer ausreichend für die Spülfahrzeuge, mit denen wir arbeiten. Ja. Je flacher der Abstrahlwinkel ist, ich habe hier jetzt eine extreme Düse mitgebracht mit 0 Grad Abstrahlwinkel in Richtung Schlauch. Je flacher der Abstrahlwinkel ist, desto besser zieht die Düse. Kann ich den Abstrahlwinkel, wenn ich eine Vorbohrung hier habe, kann ich durch die Düsenänderung den Abstrahlwinkel auch noch anpassen? Nee. Nee, sondern der Düseneinsatz ist immer hier geradeaus rein oder der Keramik ist immer geradeaus rein. Es gibt uns die Düse vor, wie der Abstrahlwinkel ist. Ja. Die Bohrung, ne? Die Bohrung, in der Einsatz sitzt, gibt uns den Abstrahlwinkel vor. Ja, ja, okay. Wir setzen eine komplett autarke Kameraeinheit ein. Die wird hier eingesetzt, im hinteren Bereich? Die wird einfach hier, ganz genau, die läuft natürlich vorne weg, sonst funktioniert das nicht. Wird vorne gegengekontert. So, ich simuliere das jetzt mal. Wir lassen das jetzt einfach mal so ein bisschen drauf. Passt schon. Wird angemacht. Schlauchanschluss hinten. Ich nehme nach vorne rauf aus. Wir im Speziellen haben jetzt hier kein Live-Bild, Andi, sondern wir regeln das Ganze über einen sogenannten Stream, das ist uns bekannt. Wir nehmen beim Reinfahren aus, WLAN-Verbindung bricht ab. Ich steuere das ganze System über das Smartphone, über eine eigens kreierte App. Ich fahre rein, Verbindung bricht ab. Ich ziehe wieder zurück in meiner besprochenen Verfahrensgeschwindigkeit, koppel
die Kamera wieder mit meinem Smartphone oder Tablet und kann mir dann in mehrfacher Geschwindigkeit, zeitoptimiert logischerweise, anschauen, was ist denn mein Reinigungsergebnis. Das bedeutet, der Fahrer, der Lkw-Betreiber, kann nach seinem Spülvorgang binnen kürzester Zeit die Entscheidung treffen, ob er die Haltung noch mal ziehen muss, weil noch Verschmutzung überbleibt. Okay.